Hallo, liebe Freunde des Berufsbetreuerkanals. Ich bin's mal wieder, Cordelia Lindborn, deine Berufsbetreuerkollegin aus dem Ruhrpott. Und in diesem Video gibt's mal wieder eine Fortsetzung aus der Serie Mein Tag als Betreuerin. Und wenn dich interessiert, wie mein Tag mal wieder verlaufen ist als Berufsbetreuerin, was ich alles erlebt habe, dann bleib dran. Gleich geht's los nach dem Intro. Das, was jetzt kommt, ist ein richtig heißes Video. Bleib dran! Herzlich willkommen auf diesem Kanal, auf dem Berufsbetreuerkanal. Wenn dich das Thema gesetzliche Betreuung, Berufsbetreuer interessiert und du dich dafür interessierst, wie ich in der Praxis arbeite, dann bist du hier genau richtig. Abonniere doch am besten gleich den Kanal. Das geht ganz einfach. Klick dafür unten auf den Abo-Button und aktiviere auch die Glocke. Dann verpasst du kein neues Video mehr. Ja, gestern hatte ich mal wieder einen sehr, sehr spannenden Tag als Berufsbetreuerin hinter mir. Es ging los morgens ganz unspektakulär, dass ich so 2-3 Stunden an meinem Schreibtisch gesessen habe, die Rückrufbitten erledigt habe und ein bisschen Post gemacht habe. Und dann bin ich los um 12 Uhr, bin ich dann nach Essen gefahren. Und zwar hatte ich einen Termin mit einem Betreuten, den ich bis dahin noch nicht kennenlernen konnte. Die Betreuung habe ich von einem Kollegen übernommen, der in Rente gegangen ist. Und klar, der Kollege hat mir natürlich Unterlagen überlassen und auch ein bisschen was erzählt. Und aus der Vorgeschichte also konnte ich schon entnehmen, dass das also kein ganz einfacher Fall wird. Dass der persönliche Kontakt also zu diesem Betreuten sehr schwierig sein wird. Und ich da eventuell auch schwierige Entscheidungen zu treffen haben werde. Ich wusste also von meinem Vorgänger zum Beispiel, dass er ihn schon mehrfach hat zwangsweise unterbringen müssen. Und zwar, weil er einfach nicht ausreichend ist. Und dann also in der Vergangenheit die Gefahr bestand, dass er sich nicht ausreichend ernährt und dann eben, er lebt sehr zurückgezogen. Sprich, er schließt sich ein und igelt sich ein und verweigert auch den Kontakt. Oder zumindest war es in der Vergangenheit so. Und mein Kollege hatte eben in der Zeit, als er im Amte war, ich glaube, zweimal die Veranlassung, ihn zwangsweise unterzubringen. Das ist natürlich kein Spaß. Und mit diesen Informationen im Gepäck habe ich also meinen Betreuten aufgesucht und hatte auch glücklicherweise den Termin auch so legen können, dass ich mit dem Mitarbeiter von Ambulant Betreuten Wohnen, der ihn also schon über ein Jahr auch kennt und betreut, gemeinsam machen konnte. Und der BEWO-Betreuer, der hatte mir also auch schon erzählt, also der hatte mir irgendwie schon überhaupt keine Hoffnung gemacht, dass ich ihn zu Gesicht bekomme. Er sagt, ja, der macht ganz oft die Tür nicht auf und überhaupt. Und er ist ein ganz schwieriger Fall und ein ganz schwieriger Fall. Und eigentlich kann man da gar nichts machen. Und den kann man eigentlich wirklich nur noch in eine Einrichtung, also der muss in eine Einrichtung und so weiter. Die Situation ist so bei ihm, dass in demselben Haus die Mutter wohnt, die weit über 80 ist. Allerdings immer noch sich um ihren Sohn kümmert, Essen kocht und ihn so weit versorgt, also zumindest, dass er dann also hochkommen kann zu ihr und Essen bekommt, also wenn er Hunger hat. Und sie versucht ihn also auch immer mal wieder zu aktivieren und ist jetzt allerdings auch schon über 80 und hat auch noch einen schwerkranken Mann zu pflegen und zu versorgen und ist natürlich damit also auch weit überfordert. Ja, da bin ich also dann hingefahren und hatte mir schon gedacht, das kann ja heiter werden. Nichtsdestotrotz, also auch wenn man sehr, sehr negative oder sehr, sehr haarsträubende Geschichten im Vorfeld hört von den Leuten, die also den Betreuten jetzt vorher schon gekannt haben, halte ich immer sehr viel davon, doch mir selber einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Ja, und so kam ich dann dahin, habe mich also mit dem Mitarbeiter von Ambulant Betreuten Wohnen, habe den sofort getroffen. Und wir sind dann also erstmal zu der Mutter, die wusste also auch Bescheid. Und dann kam auch noch der Bruder, also der zweite Sohn, auch noch mit dazu, der auch in dem Haus wohnt. Und gemeinsam haben wir dann also, hat die Familie mir dann also so ein bisschen den Hintergrund erzählt, also wie mein Betreuter denn dazu so geworden ist, wie er jetzt geworden ist. Und er leidet an einer Schizophrenie und an einem Warnsystem, hat also immer das Gefühl, dass er vergiftet wird oder dass man ihm etwas Böses will, dass alle ihm etwas Böses wollen und so weiter. Ja, aber er war früher
Also ein ganz normaler junger Mann, also der studiert hat und irgendwann sein Studium, glaube ich, abgebrochen hatte, aber dann durchaus auch berufstätig war und so weiter. Und irgendwann hatte er einen Unfall und die Mutter sagte, seit dem Unfall, also wäre das so. Ja. Man weiß natürlich auch wirklich nicht, was da jetzt die Ursache war, ob tatsächlich der Unfall oder ob er im Krankenhaus dann medikamentös behandelt wurde und dadurch die Psychose ausgelöst wurde oder ob es einfach ein Trauma war oder man weiß es ja nicht. Ne? Es spielt ja auch keine Rolle, also wie es jetzt wirklich dazu gekommen ist. Fakt ist nur, also er lebt jetzt momentan ganz, ganz zurückgezogen und lässt kaum noch jemanden an sich heran. Und als gesetzlicher Betreuer hat man dann die wunderbare Aufgabe, dann eben zu entscheiden, was denn Sache ist. Ne? Und mein Ziel für den Termin war eben festzustellen, muss ich ihn eventuell zwangsweise unterbringen lassen. Also ist er beispielsweise so stark unterernährt, dass wirklich die Gefahr besteht, dass er sich selbst gefährdet und sich selbst dadurch umbringt, dass er in den Hungerstreik tritt. Oder versorgt er sich selbst oder also nimmt er Nahrung zu sich, nimmt er genug Flüssigkeit zu sich oder lässt er überhaupt niemanden an sich heran? Und wie ist dann im Einzelfall zu reagieren und zu entscheiden? Wir sind dann also runtergegangen zu meinem Betreuten in die Wohnung. Er hat zunächst nicht aufgemacht, dann aber hat die Mutter hatte einen Schlüssel und hat sich da so angekündigt und ist dann also in die Wohnung reingegangen. Ich bin zuerst draußen geblieben, solange bis der Betreute dann gesagt hat, ja, ist okay, Sie dürfen auch reinkommen, bin ich dann auch rein. Und ich fand einen zwar recht hageren, schlanken, aber doch, sag ich mal, einen Mann vor, der soweit bei Kräften war und ganz normal stehen und laufen konnte und sich auch artikuliert hat und ganz normal mit mir gesprochen hat. Die Mutter musste jetzt demnächst ins Krankenhaus und selber operiert werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist denn dann sichergestellt, dass er genug zu essen hat oder zu essen kriegt? Also besorgt er sich das selbst oder wie auch immer? Oder soll ich vielleicht einen Essensdienst bestellen? All diese ganzen Dinge haben wir diskutiert. Und der Bruder sagte, nee, einen Essensdienst brauchen Sie nicht zu bestellen. Also da hat er wahrscheinlich eher noch das Gefühl, dass jemand also ihn hinterhältig da vergiften will oder so, wenn ein Essen vor der Tür steht. Oder den würde auch gar nicht reinlassen, den Essensdienst. Naja, aber als mein Betreuter so vor mir stand, habe ich gedacht, ich frage noch einfach selbst. Und er hat mir auch bereitwillig Auskunft gegeben. Da habe ich gesagt, Mensch, also Ihre Mutter wird im nächsten paar Tage im Krankenhaus sein. Und Sie essen ja sonst immer gerne bei Ihrer Mutter. Und wie sollen wir das denn dann machen, wenn Ihre Mutter im Krankenhaus ist? Wie stellen Sie sich das vor? Wie möchten Sie dann das gestalten mit Ihrem Essen? Und da sagte er ganz klar und frank heraus zu mir, ja, ich hole mir selbst was. Ich hole mir was an der Bude oder ich hole mir eine Currywurst am Kiosk oder ich gehe da zum Aldi und hole mir da was zu essen. Und das macht er auch, also durchaus einen sehr plausiblen Eindruck. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja gut, prima, wenn Sie das so machen wollen. Es gäbe halt auch noch die Möglichkeit, dass ich Ihnen einen Essensdienst bestelle. Nö, sagt er, das brauchen Sie nicht. Das ist auch viel zu umständlich, da muss ich mir das ja vorher überlegen, was ich essen will und so. Und nö, also das ist alles... das wäre ihm alles zu umständlich und ich sollte mir auch gar nicht so viele Umstände machen. Und er fragte dann ja nach meiner Telefonnummer, die habe ich ihm natürlich auch gegeben. Das Blöde ist halt nur, er ist halt telefonisch nicht zu erreichen, er hat kein Telefon. Ich habe ihm aber gesagt, klar, Sie können mich natürlich jederzeit anrufen, wenn Sie sich das anders überlegen, wenn ich zum Beispiel irgendwie Essen für Sie organisieren soll, Essensdienst. Ja, damit war er dann zufrieden soweit und er hat mir auch gezeigt, so, also wo er seinen Getränkevorrat hat und alles. Und er hat auch eine tolle Küche eingerichtet mit Mikrowelle und allem drum und dran. Und die Mutter schlug dann noch vor, ja, sie kann ihm ja auch so ein bisschen was auf Vorrat kochen und ein paar Konserven und so weiter. Und dann will das schon gehen. Und dann sagt er, ja, ja, das brauchst du eigentlich nicht, aber ja, auch das können wir machen. Und ja, ich kann mir das ja in den Kühlschrank stellen und so. Und da war ich dann sehr erleichtert, als er doch so vernünftig mit mir gesprochen hat. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass ich ein bisschen sein Vertrauen also gewinnen konnte und dass er mich nicht vollkommen von vornherein abgelehnt hat, sondern dass er, glaube ich, also trotz seiner Erkrankung verstanden hat, dass ich ihm nichts Böses will und dass ich also auf seine Wünsche eingehe und auf seine Bedürfnisse eingehe und jetzt nicht versuche, ihm irgendwas überzustülpen.
Ja, und so war dann zum Glück nach diesem Besuch für mich eigentlich auch klar, ein Glück muss ich ihn jetzt nicht irgendwie mit Zwang unterbringen, weil er kurz vorm Verhungern ist oder weil er überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwie für sich selbst zu sorgen, was die Basics angeht, was die Ernährung angeht, sondern er hat mir also ziemlich klar und deutlich gesagt, also wie er an sein Essen kommt und dass er auch das Essen sich holen wird, also wenn es an der Zeit ist. Ja, er sagte dann noch so, Sie brauchen sich keine Sorgen zu haben, ich verhungere schon nicht. Ich weiß schon, wie ich an Essen komme und ich weiß schon, was mir schmeckt und so. Und ja, das ist natürlich so für uns vielleicht ein bisschen schwer nachzuvollziehen und ich kann auch sehr gut verstehen, dass die Familie sich da Sorgen macht. Der Bruder berichtete dann zum Beispiel, also er isst 3 Tage gar nichts. Und dann ist er wieder für 3 Tage. Also, dass er eben sehr sprunghafter ist in seinen Entscheidungen. Aber ich meine, okay, es ist vielleicht nicht das Allergesündigste, 3 Tage nichts zu essen und danach dann irgendwie sich den Bauch vollzuschlagen. Auf der anderen Seite aber ist es jetzt auch nicht dann wirklich lebensgefährlich, wenn das jemand so macht. Also, die Hauptsache ist ja, dass er nicht dauerhaft irgendwie nichts isst oder nichts trinkt und sich komplett zurückzieht und dann überhaupt gar keinen Außenkontakt und keine Ernährung mehr hat. Ja, und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sehr froh, dass der Mitarbeiter vom Vivo dann regelmäßig da ist und dann eben immer noch den Kontakt auch zu ihm sucht und dann eben auch das mitkriegen würde. Ne? Also falls er dann tatsächlich jetzt also gar nichts mehr essen würde oder eben viel zu wenig trinken würde oder so. Ja. So war ich dann also nach ungefähr 1,5 Stunden bei diesem Termin, nachdem ich mir da also einen ausführlicheren Überblick verschafft hatte über meinen Betreuten und nicht nur über meinen Betreuten, sondern auch über das ganze Umfeld. Also habe ja die ganze Familie kennengelernt und auch das häusliche Umfeld, war ich dann doch so weit zumindest beruhigt, dass ich eben insofern jetzt nicht irgendwie noch kurz vorher handeln muss und den Betreuten zwangsweise unterbringen muss, denn das wäre auf jeden Fall also gegen seinen Willen gewesen. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr unschöne Sache und festigt nicht gerade die Vertrauensbeziehung zwischen Betreuer und Betreuten, wenn man dann zu solchen Mitteln, zu solchen Maßnahmen greifen muss. Und da war ich dann also doch zunächst mal beruhigt und eben auch, dass der Kontakt zu der Familie so gut war, das hat mich dann auch beruhigt, dass also, wenn man den Betreuten nicht antrifft, immerhin dann nochmal mit dem Bruder oder mit der Mutter sprechen kann und die dann eben ja auch Auskunft geben können darüber, wie es ihm geht. Das war der erste Termin in Essener Norden. Ich bin dann noch weiter gefahren zum nächsten Termin. Und zwar in die Einrichtung, wo mein Betreuter wohnt, mit dessen Mutter ich Ärger bekommen habe. Ich habe dazu ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier. Und darum geht es im nächsten Teil. Ja, freut euch mit mir auf den nächsten Teil, wenn es wieder heißt, so war mein Tag als Betreuerin. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, hinterlass ihm doch ein Like. Da freue ich mich sehr darüber und der YouTube-Algorithmus freut sich auch darüber. Du hilfst nur dabei, den Kanal bekannter und größer zu machen und noch mehr Menschen zu erreichen, die sich für dieses Thema interessieren. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Cordelia.